Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in unserer Saarbrücken-Mission. Und beim letzten Mal haben wir die Aufstellungsphase gemacht und diesmal werden wir hier auch richtig angreifen. Ich muss mal noch kurz hier nach meinem Heft greifen. So, genau, wir werden jetzt hier die Mission starten. Wir müssen einerseits verteidigen, aber als Bonusmission haben wir natürlich auch... Ach so, ja, als Bonus müssen wir alle vier Hexfelder halten, plus natürlich die Luftwaffenstützpunkte einnehmen. Okay, es geht los. Oh ja, stimmt. Helden, haben wir ganz vergessen. Natürlich, wir haben zwei Helden. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir nehmen mal beispielhaft jetzt die Flak. Hatten wir nicht zwei Helden bekommen? Na gut, ich dachte, wir hätten noch den Scharfschützen. Ach, hier. Ach so, der wird mir hier bloß nicht angeboten, weil ich den nicht auf die Einheit packen kann. Wenn diese Einheit angreift, ist die feindliche Einheit starr vor Schreck und verliert alle Bewegungspunkte. Das würde ich gerne auf einen unserer Panzer machen, und zwar auf den stärksten. Der hat doch schon einen Helden. Was hat der für einen Helden? Plünderer. Okay. So, dann kommst du da drauf. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir uns noch eine Infanterieeinheit. Kann mich nicht so richtig entscheiden, welche. Auf jeden Fall nicht die Brückenpioniere. Ich nehme mal die Krenner. Ich nehme mal eine der Krennerdier-Einheiten, weil. Obwohl, also wir werden später vielleicht auch mit den Pionieren wieder Städte angreifen. Im Moment wird es ja eher so ein Verteidigungsgefecht. Wir nehmen mal die Krennerdier-Einheit hier. Welche ist die stärkste Krennerdier-Einheit? Das müsste die hier sein. Welche ist das? Das ist die da. Okay. Held zuweisen. Und da haben wir hier unseren Scharfschützen. So, jetzt geht's aber los. Und tatsächlich greifen wir an. Wir haben die Initiative. Das nutzen wir natürlich aus, indem wir erstmal seine... Okay, da geht's schon wieder los hier. Seine Flugzeuge angreifen. Zack. Und warte mal, wir haben vier Jäger hier. Dann nehmen wir mal noch einen hier hin. Und der andere greift dann ihn an. So. Feuer frei. Feuer frei. Und... Oh, er schafft es nicht, ihn rauszunehmen. Wie ärgerlich. Wir ziehen die Flak mal nach vorne. Und greifen seinen Bomber an. Ah, ich hätte gedacht, dass drei Flugzeuge ausreichen. So, er ist... für jede verlorenen Stärkepunkt erhält diese Einheit einen Verteidigungsbonus. Okay, interessant. Was ist das hier für ein Feld? Ich würde gerne das Feld mir darunter angucken. Unwegsam. So, wir haben aber auch noch unsere Views, die wir einsetzen können. So, und dann können wir hier schon mal einen ordentlichen Durchbruch starten. So. Natürlich haben wir den Scout nicht eingesetzt. Ich Nase. War wieder richtig schlau von mir. Die Panzer kommen nicht ganz bis zum Flugplatz. So, wir führen die mal hier drüben lang. Dass die hier die abfangen. Wir wissen nicht, was hier noch steht.
So, dann haben wir hier alles bewegt, was wir bewegen können. Und haben den Flugplatz auch gleich eingenommen. So, hier jetzt. Artillerie. Ist jetzt genau die Frage, ob wir jetzt hier hingehen. Hier hingehen. Die Artis rücken jeweils eins vor. Die Grenadiere rücken eins vor. Die Flak bleibt da. Die können sich jetzt sogar ausladen. Wow. Die Azuls, die gehen mal da rein. Die Flak bleibt da stehen. Das ist eigentlich ganz gut auf dem erhöhten Geländefeld. So, hier drüben. Jetzt werden wir natürlich mal testen, ob er hier irgendwas an Flugzeugen am Start hat. Wobei. Er hat Brückenpioniere dabei. So, ach guck mal, die können über die Brücke fahren. Das ist natürlich die Frage. Die kommen trotzdem nicht drüber, ohne sich. Also, es wäre natürlich geil, wenn die sich ausladen könnten. Das funktioniert nur leider nicht. Dann müssen wir das ein bisschen anders gestalten. Dann nehmen wir die nochmal zurück. Dann ist natürlich die Einheit auch mehr oder weniger überflüssig, weil. Na, wo. Bei. Das ist halt so eine Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, sich jetzt hier auf die andere Seite des Flusses zu stellen oder ob man das wirklich hier komplett passiv kämpft. Man muss ja im Grunde nur die beiden Brücken abdecken, ja, und verhindern, dass er mit seinen Brückenpionieren hier irgendwelche Dummheiten anstellt. Ansonsten ist das eigentlich relativ easy. Die Frage ist, wie wir das jetzt aufstellen. Ich würde sagen, wir stellen erstmal die Grenadiere nicht auf das Brückenfeld, weil das eine ungünstige Position ist. Wir stellen die mal dorthin. Ja, der Panzer ist natürlich dann auch erstmal hier mehr oder weniger hinfällig. Die Frage ist jetzt, die Pioniere mal da rein. Wir können die Arti leider nicht hier hinstellen, weil er dann von dem Brückenfeld aus immer wieder die Arti angreifen kann. Das ist ein bisschen kacke. Deswegen stellen wir sie mal hier auf. Wow, ich kann den Panther nicht davor stellen. Wow, dann. Was? Warum blockieren die sich hier? Moment. Halt, das wollte ich nicht. Die können sich nicht bis dahin bewegen. Das ist tatsächlich so, dass das sind die einzigen sind, die Grenadiere. Okay, dann machen wir das halt so. So, und der Panzer. Ach, guck mal, das ist der Panzer, der Abwehrunterstützung gibt und Artillerieunterstützung. Das heißt, der kann sich mal hier dahinter stellen. Und die Pioniere können sich erstmal hier auf den Flugplatz stellen. Wobei, ich habe noch eine bessere Idee. Wartet mal kurz. Geh du mal hier hoch. Geh du mal dahin, dahin. Da gibt es dann nämlich für die drei Einheiten Deckungsfeuer. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Die Brückenpioniere sind dann erstmal hinfällig. Und so, hier geben wir für die Deckungsfeuer, falls er hier drüber geht, was ich aber nicht glaube. Okay, dann haben wir uns soweit erstmal aufgestellt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sein Gegenmove aussehen wird. Flugzeuge, ja. Er greift natürlich die Artillerie an. Dort macht er tatsächlich Schaden. Er hat Bomber, aber er hat anscheinend nicht wirklich viel. Ah ja, okay, da hat er Flak. Das ist okay. Die macht 5 Unterdrückung, das ist viel. Okay, da kommen die Jäger von ihm. Er hat also doch einiges an Jägern. Das tut jetzt hier. Bitte hab nicht noch mehr. Okay, die U war dann also scheiße eingesetzt. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt. Wie viele Runden müssen wir durchhalten? 24. Das ist eine ganze Menge.
Wir hätten die Minenfelder für unseren Vorteil nutzen können. Mal gucken. Jetzt nimmt uns dort schon die Stadt weg. Naja, gut, okay. Er hat doch einiges an Flugzeugen, muss man sagen. Das wird noch spannend. Wir müssen also wirklich versuchen, ihm relativ schnell die Flugplätze da wegzunehmen. Oh, er deckt das ganz gut. Was? Was war das denn? Da hat ein bisschen die Animation gefehlt, würde ich sagen. Okay, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir müssen ihm auf... Oh, der Jäger hier ist relativ stark. Der hat Überstärke. Das ist interessant. Hier ist auch noch ein Jäger. Und ein Haufen Kavallerie. Oh, geil. Hat sich ergeben. So. Kann der Bunker auch angreifen? Tatsächlich. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall den eingekesselt. Der kommt hier tatsächlich mit Überstärke-Einheiten an. Das ist natürlich nicht so geil. So. Die Flugzeuge. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier seinen Jäger rauskriegen. Dafür setzen wir natürlich alle ein, die wir haben. So. Was ist der Stärkste? Der Stärkste ist er. Wow. Krass. Also ich meine, krass. Ja. Mal den. Sehr gut. Gut, dass wir jetzt überhaupt nicht unsere Artillerie eingesetzt haben. Grandios. So, und jetzt haben wir natürlich hier noch die U. Ich habe ein bisschen Schiss, dass er hier jetzt meine... Ich ziehe ihn mal hier davor. Dass er die Arti und die Flak dort ein bisschen deckt. So, und wir greifen dort die Kavallerie an, dass die in der nächsten Runde auf jeden Fall rausgeht. So, das sieht auf der Seite eigentlich ganz gut aus. Problematisch ist eigentlich eher hier drüben. Wir müssen die erstmal auffüllen. Das dauert auf jeden Fall 2 Runden. Hui, so, und hier können wir tatsächlich nicht wirklich viel machen. Hier müssen wir erstmal abwarten, wie er darauf reagiert. Wir können mit dem Bunker jetzt hier irgendwie was machen. Witzig, dass der Bunker angreifen kann. Das ist irgendwie komisch. So. Die Arti kann mal hier auf die Erhöhung gehen. Dann können wir jetzt hier erstmal
Infanterie angreifen. Die kriegt Unterdrückung, das ist gut. Alle anderen können jetzt hier erstmal noch nichts machen. Man hätte sich halt doch hier hinstellen können, weil die Minenfelder natürlich die Gegner ein bisschen dran hindern. Der Bunker selber auch. Hätte ich wissen können. So, hier jetzt. Schießen wir auf seine Flugzeuge. Hier müssen wir jetzt ein bisschen Fokusfeuer geben. Auf, was hat er hier? Schwere Infanterie, normale Infanterie. Das sind die Pioniere. Die sind hier schon eingegraben einigermaßen. Okay, die kriegen Support von der Artillerie. Ja, dann zwingen wir erstmal sie zum Rückzug. So viel mehr können wir jetzt aktuell hier nicht machen. Hier wird es ein bisschen tricky. Die Frage ist, ob er die Brücke hier ausnutzt. Da muss man dann mal aufpassen, wenn die Minenfelder weg sind. Das wird auf jeden Fall ganz interessant. Ja, an die U da drüben. Also er hat hier auch einiges an Flugzeugen stehen. Und wir haben hier, glaube ich, nichts an Verteidigung. Ja. Das ist alles gerade in der Mitte oder hier auf der anderen Seite gebündelt, damit wir hier ihm relativ schnell wehtun können. Das ist im Moment auch, sieht das ganz okay aus. Machen wir den Rundenwechsel. Naja, bombardiert er jetzt mit den Bunkern. Auf die Bunker. Das hier ist jetzt scheiße. Das ist echt scheiße. Wow, und mogelt sich da mit seinem Leid? Was ist das denn? Du kleines Mistvieh. Aha. Da hat wieder mal die Animation gefehlt. Er hat echt viele Flugzeuge. Er hat verdammt viele Flugzeuge. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend, da 24 Runden durchzuhalten. Da hat er auch Brückenpioniere. Ah, okay, jetzt stellt er mit dem Panzer sich auf die Brücke. Das endet nicht gut für ihn, würde ich sagen. Ja, er will natürlich die Flak raus haben, das ist klar. Autsch. Jetzt kesselt er selber meine Einheiten ein, du kleines Arschloch. Du kleine Sackratte, ne? Erst war er eingekesselt, bewegt sich da aus der Einkesselung raus und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier ein ziemliches Problem haben, würde ich mal sagen. So, erstmal haben wir hier einen Light Tank im Rücken, was mir so gar nicht gefällt. Trotzdem will ich ihm erstmal den Flugplatz wegnehmen, dass er nämlich in der nächsten Runde die Flugzeuge nicht ziehen kann, sondern dass die Flugzeuge erstmal einen Cooldown haben, weil sie die Position gewechselt haben. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Wir haben hier wieder einen Jäger. Auf den müssen wir uns fokussieren. Der muss raus. Er muss auf Teufel komm raus. Muss er raus. Weil wir müssen erstmal die Jäger down kriegen. Anders geht es nicht. Kompletter Fokus auf die Jäger.
keine Chance, ihn rauszukriegen. Das ist echt krass. Also, das, so, er ist jetzt so weit, dass er sich wieder regenerieren kann. Jetzt haben wir natürlich das... Puh. Ich glaube, wir haben uns hier tatsächlich schon ins Abseits manövriert. Denn, das wird dort echt tricky. So, kann der... So. Müssen wir hier komplett alles nachziehen, was wir haben. So, zwingen wir ihn erstmal zum Rückzug. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein riesiges Problem mit diesem Panzer. Also, ich würde sagen, der überlebt die nächste Runde nicht. Wenn es die Bodeneinheiten nicht machen, dann machen es die Flugzeuge. Gut, aber schauen wir erstmal, wie es ausgeht. So, was haben wir denn hier für Spielspaß? Hier haben wir... Die kämpfen nicht, die bleiben da einfach stehen. So, und hier... Warum kann ich die nicht verlegen? Warum kann ich die nicht auf... Ach, weil der voll ist, der Platz, ne? Ah, scheiße. Na, dann geh auf jeden Fall mal hier hin. Hier können wir dich irgendwie besser einsetzen aktuell. So, Panzer. Hallöchen. Sehr gut, der geht raus. Wow, wir greifen an, wir kriegen hier Unterdrückung und machen null Damage. Ja, wie gesagt, ach hier, der kann auch noch angreifen. Auf den Light. Kann man die Bunker eigentlich auffrischen? Wo haben wir denn den Bunker, der noch nicht gekämpft hat und der gerade ein bisschen down ist? Die haben alle noch Energie. Tja, welcher Panzer ist das denn? Das ist der mit... Ach so, das ist natürlich den, das ist der mit den zwei Helden. Oh, also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie gut aus der Situation rauskommen. Mal gucken, was passiert. Wir haben ihm den Flugplatz weggenommen, eventuell. Na, wobei, er hat aber hier noch einen, da wird er von dort kommen. Schauen wir mal. Ich gucke jetzt... Ich wollte gerade sagen, ich gucke jetzt nochmal nach, aber... Dadurch, dass es halt auch zwei Armeen sind, ist das halt echt... Das, was er hier macht, ist alles relativ harmlos.
Das Spannende wird sein, was der Panzer rechts, was damit passiert. Wir müssen auf die Brückenpioniere dort aufpassen. Die könnten Probleme machen. Genauso wie hier. Und wir sind gerade mal in Runde 3. So, und er schiebt halt immer noch Einheiten nach. Es ist nicht so, dass wir im Moment schon alle Einheiten gesehen haben von ihm, sondern er schiebt halt immer noch Einheiten nach. So, er wird nicht alle Flugzeuge einsetzen können. Weil einige jetzt auf jeden Fall erstmal auf dem Flugplatz darunter verlegen mussten. Das Problem ist immer noch, dass wir seine Jäger... Ach, guck mal. Er zieht die Jäger nach. Also, den Zweierjäger. Warum tut er das? Und tatsächlich hat der Panzer hier oben überlebt. Was für ein Wunder ist das denn? Jetzt fokussiert er sich ja gerade komplett auf meine... auf meine Flak. Das finde ich natürlich nicht schön. So, wir nutzen die Gelegenheit. Wir frischen mal zwei Jäger auf. Mit den anderen beiden greifen wir jetzt seinen Zweierjäger an. Der geht sogar raus. Dann können wir noch hier einen der Bomber angreifen. Wow, okay, die Prognose sah besser aus, als ich dachte. Okay. Jetzt. So, er kann den Overrun sich holen. Die Flak würde ich gerne auffrischen. Genau. Hier dieser Scout nervt mich halt. Das Problem ist jetzt... Machen wir das so rum, weil das Problem ist, die Arti konnte jetzt eh nicht mehr schießen. Deswegen, also nichts hier im Osten, genau. So, er frischt sich erstmal auf. Und das ist tatsächlich unwegsames Gelände, aber das hat keinen Malus auf die Fähigkeiten der Panzer. Das zählt immer noch als offenes Gelände. So, jetzt sollen wir mal gucken. Jetzt, das ist jetzt hier ein S35. Ne, das ist ein Char, das ist ein B1. Das ist kein S35. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein ekelhafter Gegner. Und auf den sollten wir uns als erstes fokussieren. Mal gucken, ob der sich jetzt bewegt. Wow, ehrlich. Der geht halt nicht raus, das ist scheiße. So, und hier der Scout. Na gut. Okay, wir haben uns hier trotzdem erstmal wieder ganz gut aus der Affäre gezogen, zumal er hier mit nichts weiter nachrückt, zumindest aktuell nicht. Das verschafft uns eine kleine Atempause. Dafür sieht es natürlich an den anderen Fronten nicht ganz so super optimal aus. Die Brückenpioniere, da müssen wir aufpassen. Jetzt wollte ich mal gucken, kann man den Bunker? Nein, kann man nicht. Okay, dann greifen wir erstmal die Brückenpioniere an. Damit die ja nicht hier auf dieses Feld kommen. Und wenn doch, müssen auf jeden Fall hier die Grenadiere eingreifen. Die können wir schon mal dorthin setzen, damit die sich besser verschanzen können. Die fangen wieder bei 0 an. Das ist auch der mit dem Sniper. So, minus 2, minus 6. Mache ich trotzdem.
Wir vertreiben sie von dem Feld wieder. Wir kriegen auch nur eine minus 1. Das ist sehr gut. Hier drüben trauen sie sich gerade noch gar nicht. Das liegt daran, dass sie hier an dem Bunker nicht vorbeikommen. Wow, wieder nur eine Unterdrückung. Okay. So, und hier ist jetzt die Frage. Hier können wir nicht angreifen, weil die Artillerie Support gibt. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal auf den Light. Okay, der zieht sich mit dem Angriff zurück. Dann nehmen wir die Pioniere. Denn die machen ein bisschen mehr Damage, genau. So, dann können die den angreifen. Da ist gerade wieder gar nichts passiert. Die können wir auffrischen. Jetzt haben wir hier unsere U. Die könnte jetzt eingreifen. Die könnte jetzt hier den Light rausnehmen. Ich befürchte nur, dass die dann selber rausgeht, weil hier nichts da ist, was ihr hilft. Ne? Sie deckt. Dafür müssen wir erstmal hier dafür sorgen, dass die Flugzeuge alle rausgehen. Wir haben jetzt zumindest schon mal einen Jäger rausgenommen. Ich weiß, dass da von den Blauen noch irgendwo ein zweiter Jäger ist, der auch eine Überstärke hat, der jetzt höchstwahrscheinlich in der nächsten Runde wieder auf den Plan treten wird. Denn den hatten wir auch relativ weit runtergeschossen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Die Folge ist schon relativ lang. Es sieht nicht so scheiße aus. Ja, also ich hoffe, dass jetzt hier der Rote, dass das die letzten Einheiten von ihm sind, dass wir dann einen relativ zügigen Stoß nach Süden machen können, um ihn die Flugzeugoptionen wirklich komplett wegzunehmen. Und dass wir dann hier Kräfte frei bekommen, mit denen wir, ich sehe hier gerade was Interessantes. Wartet mal. Wir brauchen die Brückenpioniere dort nicht. Ich habe gerade die Lücke hier gesehen. Das könnte sehr spannend sein. Das heißt, wir müssen die Brückenpioniere nur mal jetzt in einer Bewegung nach da drüben verlegen. Dass wir eventuell mit der ganzen Armee uns gar nicht zurückziehen, sondern eventuell hier über den Fluss stoßen und ihm hier in den Rücken fallen. Die Frage ist halt, was er hier noch nachführt an Einheiten. Ob das jetzt schon alles ist oder ob da halt noch mehr nachkommt. Das werden wir sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Parsival, Ködö, Irondalk, Synam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.